Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Let's Play. Diesmal mit dem Let's Play Cow 2 and 1. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. So, wir fangen natürlich gleich mal an. Gucken wir noch schnell. Steuerung gucken wir mal schnell. Springen S. Ich glaube, da werde ich dann mal später dann nochmal ein Pad einschalten. Okay, gut. Das lassen wir erstmal auf jeden Fall. Zurück. Und wir machen ein neues Spiel. Papa, param, pam, pam. Papa, param, pam, pam. Also, wo ist das Schiff? Wie lange soll ich noch suchen? Endlich! Ich bin ein wunderbarer Papagei. Ich kann stundenlang fliegen, ohne Pause. Das kenne ich alles schon. Leicht zu sehen. Kein Jäger wird mich jemals fangen. Endlich habe ich dich gefunden. Ja, und was willst du? Still! Mach nicht solchen Lärm, sonst hören sie uns. Wir brauchen dich. Nur du kannst uns helfen. Der fürchterliche, gemeine und grausame Jäger entführt wieder Tiere. Der Jäger ist umgeben von bösen Handlangern. Wenn du zu ihm willst, musst du die zuerst erledigen. Papagei, siehst du nicht, dass ich auch Hilfe brauche? Muss mal überlegen. Hey, wo gehst du hin? Na, ich ahne es doch schon. Wir haben es geschafft. Ich bin einfach großartig. Das Boot wird bald anlegen. Benutze die Richtungstasten, um dich zu bewegen. Drücke die Aktionstaste, um zu springen. Die Geldmünzen zeigen dir den Weg. Bis bald. Okay, die A-Taste zeigt uns den Weg. Ach so, da laufen wir wahrscheinlich einfach nur gerade. Nee. Es ist springen. So. Ja, jetzt sind wir wieder angekommen bei einem neuen Let's Play. Das ist diesmal wirklich ein spontan Let's Play gewesen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, die kann man hier schlagen. Ah. Ja, das könnte gehen, aber nicht mache ich nochmal ein Gamepad dran. Ist so ein spontan Let's Play gewesen. Das wird auch nicht allzu lange dauern. Und ja. Kann man das. Nee. Mal schauen. So, wir sollen auf jeden Fall den Münzen folgen. So ungefähr. Hopp. Oh. Schon 22 Münzen, ne? Das geht doch. Die dunklen Docks. Hilfe! Hier! Helft mir! Da ist der Jäger. In einer Sekunde springe ich rauf. Jawohl, das werde ich tun. Ja, klar. Ich bin auch ein Athlet. Lass mich herein, du Dummkopf. Tut dir nicht weh. Hau ab, Papagei. Hast du Geld? 3000 Dukat, sonst gibt's nichts. Oh. Kao, endlich. Der Jäger bereitet gerade einen neuen Konvoi mit gefangenen Tieren vor. Du musst ihn aufhalten. Diese armen Tiere kann man nur retten, wenn man an Bord geht und sie befreit. Du brauchst 3000 Dukaten, um den Bossmann zu bestechen. Dann wird er dich in den Hafen lassen. Geh und sprich zuerst mit dem Biber. Er bringt dich in den Wald, wo du bestimmt ein paar Geldstücke findest. Du kannst dich orientieren, indem du die Taste für die subjektive Kamera benutzt. Okay, und was ist jetzt die Taste für die subjektive Kamera? Ah, okay. Hallo? Aktionstaste. Hallo, Kao. Ich habe auf dich gewartet.
Hallo, Biber! Psst! Wir müssen vorsichtig sein. Es könnte uns jemand beobachten. In unserem Biberwald hatten wir Ruhe und Frieden. Eines Tages kam der schreckliche Jäger. Er hat den gierigen Schamanen bestochen, der jetzt auf seiner Seite steht. Mit seiner Armee von treuen Helfern hat er die Biber gefangen und zwingt sie, für ihn zu arbeiten. Ich hoffe, du hilfst uns, dass im Wald wieder Frieden einkehrt. Ich werde mein Bestes tun. Gut, willst du in den Wald gehen? Wir schauen uns erstmal noch ein wenig um. Schlaf du da mal weiter. Mir ist gerade aufgefallen, wenn man da mal hochgucken könnte. Könnte das gehen? Naja, doch. Auf jeden Fall da oben, das sieht so aus wie der Jäger. Wenn man das mal von Weitem sieht. Aber ich wollte mal gucken, hier kann man doch bestimmt, na klar. So. Das müssen wir schon machen, wenn wir irgendwann mal 5000 haben wollen. Was haben wir hier? Oder 3000 waren es. Ah, hier können wir dann auch noch hin. Na gut, aber wir... Wir kommen unser 3000 näher. Langsam, aber wir kommen ihn näher. Haben wir vielleicht hier noch irgendwo was? Na gut, dann gehen wir erstmal zum Biber. So, Biber. Gut, willst du in den Wald gehen? Ja. Der Biberwald, 150 Münzen. Oh, okay. Da haben wir ja noch was auf uns zugekommen. Einiges auf uns zukommen. Oh. Ich mach dann eh mal eine Pause. Ich denke mal, da werde ich schon mal mein Game, mein Headset anstellen. Obwohl, naja, es könnte auch gehen. So. Probiere ich dann nachher mal aus. Mein Gamer-Headset, was ist Quatsch, mein Gamepad so rum. Etwas verwirrt. Oh, hallo. Hey, Kao. Hier ist deine erste Aufgabe. Finde meinen Freund. Er bringt dir bei, wie man die Nüsse benutzt. Super, wo kann ich deinen Freund finden? Schau hinter meine Hütte. In den Blumentöpfen und den Kisten sind Geldmünzen versteckt. Drücke die Angriffstaste, um Gegenstände zu zerbrechen. Mit der Angriffstaste kannst du auch Gegner angreifen. Oh, danke schön. Ich hab da aber hier gerade auch was gesehen, genau hier. Jawohl. Das müssen wir natürlich alles mitnehmen. Hier ist noch mehr. Ach, die kann man auch aufmachen, gut. Ich hab das schon mal gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist so ewig her, dass ich mich da selber erstmal wieder irgendwie reinfilzen muss. Aber die Hintergrundmusik ist schön. Finde ich auch. Au. Gerade mal so. Okay, hier sind also Bomben versteckt. Müssen wir aufpassen. Da zum Beispiel wieder. Kao, nimm die Nuss und drücke die Wurftaste, um sie zu werfen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto weiter fliegt die Nuss. Okay, was ist die Nuss-Taste?